Genau, okay. Die Option. So, wir haben Speedy und Scooty. Willkommen. Welcome and und viel Spaß enjoy und eine gute Zeit. Have a good time. We're happy. Danke, dass ihr da seid. Thank you. Aktuell haben wir leider keinen Sound. Wir sehen bei den Künstlern mit einer Haufen E-Scootern in einem digitalen öffentlichen Platz, aber leider haben wir keinen Sound. Wir hoffen, dass sich das gleich ändert und werden jetzt ist Sound da. Ich bin Speedy. Heute werden wir über OpenCoil reden und was das ist, was es nicht ist, unsere Motivation für dieses Projekt, die Technologie dahinter und die Technologie, die wir benutzt haben und einige lustige Dinge, die uns unterwegs passiert sind. Wenn ihr bis zum Ende bleibt, dann werdet ihr mitbekommen, dass wir noch unsere Bauanleitung zeigen und dann könnt ihr das selber nachbauen. Viel Spaß bei dem Vortrag, das ist alles live, wir wissen auch nicht genau, was passiert. Wir haben unsere Clipboards hier, also haben wir Vertrauen in die und ich glaube, wir schaffen das schon, oder? Was denkst du, Speedy? Ja, wir werden es rausfinden, oder? Okay, lass uns einfach loslegen, einfach reintauchen. Was ist OpenCoil? Ihr könnt hier ein paar Roller sehen, die um uns herumstehen. OpenCoil ist im Wesentlichen ein Konzept für eine mobile Kunstshow auf diesen mietbaren Fahrzeugen. Das ist eine Woche Ende Oktober dieses Jahr gelaufen. Wir zwei sind mit dem Konzept um die Ecke gekommen und haben 10 andere Künstler eingeladen, ihre Arbeit mit uns zu teilen und das hier zu und die auf diesem E-Roller zu präsentieren. OpenCoil baut auf der Idee auf, dass wir eine Straßenschau haben, und zwar als Offline-Kunst, vielleicht auch Einfluss durch Medienkünstler wie Aaron Baltold. Für OpenCoil haben wir im Prinzip alle Ideen genommen und versucht, sie zusammen zu mixen in einem Konzept, das wir dann ohne Zerstörung Erweiterungen bauen konnten, die wir auf diese Scooter, auf diese Roller bauen konnten, damit sie uns die Kunst ermöglichen können, die die einzelnen Künstler damit unternehmen. Also sobald das einmal modifiziert wird, diese Scooter haben wir mit unserer Erweiterung verändert und dann konnte man damit durch die Straßen fahren. Sie wurden mit auf die Straßen gesetzt und dann konnte also alle in der Mikromobilitätsarea konnten dann Zugriff haben. Wir hatten diese Idee, weil wir mit diesen Mikromobilitätsservices interagieren wollten und OpenCoil ist quasi benutzt deren Infrastruktur, eine Sache, die da draußen existiert, für jeden nutzbar. Dieses OpenCoil, das benutzt diese Infrastruktur als dezentralisiertes Netzwerk von verteilten Knoten und wir können dann Kunst teilen über alle diese hinweg. Die Künstler, wir haben sie eingeladen, wir haben eine E-Mail an sie geschrieben über diese Idee, die wir hatten und wir haben ihnen gesagt, hey, wir schauen nach kleinen Kunststücken, die man speichern kann auf 2 Megabyte Speicherplatz. Und das Ergebnis ist eine Sache, die uns echt überwältigt hat, ist, wir haben sofort von vielen sehr, sehr genialen Künstlern eine Rückmeldung bekommen, die uns unterstützen wollten und die meisten dieser Arbeiten konnte man extra für diese Show hier erstellen. Und wir haben das dann optimiert für mobile Geräte, weil diese Roaming-Straßenshow soll
in den öffentlichen Raum gehen, finde einen Roller, verbinde dich mit deinem Telefon über Wi-Fi an den Roller und dann soll die Kunst auf dem Roller gespeichert werden und dann sollte man das sehen können für den Benutzer des Rollers. Alle künstlerischen Werke waren irgendwie kontextspezifisch. Sie haben alle mit Bewegung oder Kapitalismus im Allgemeinen gearbeitet. Manche eben auch mit der Pandemie, weil das war ja offensichtlich der Zeitpunkt, in dem uns die Idee kam und während die Pandemie stattfindet. Das Konzept ist wirklich... Es war nicht unbedingt eine pandemiegetriebene Idee oder Konzept, aber es wurde dadurch beschleunigt, weil wir sowieso schon an diesem Konzept gearbeitet haben, haben wir festgestellt, diese ganzen Restriktionen, dass die Öffentlichkeit erlebt hat, dass man sich nicht mehr treffen durfte oder man konnte dort, wo man sonst hingeht, nicht mehr hin. Als Kunstenthusiast konntest du halt nicht mehr an die zentralen Stellen gehen. Und wir haben festgestellt, wir können da aber was anbieten. Und viele der traditionellen Galerien mussten ihre Verfügbarkeit verändern. Sie haben ihre Regale und Ausstellungsstücke ins Online verschoben. Manche einfach Fotos, die sie in den Galerien hängen haben. Und dann konntest du durch eine Slideshow klicken. Und das hat uns dazu gebracht zu denken, hey, was ist, wenn wir Kunst nehmen, so wie sie gedacht war und die ist schon in der Online-Welt und wir nehmen sie auch noch in die Offline-Welt mit, um vielleicht eine andere Lösung anzubieten, wie wir pandemiefreundlich Kunst präsentieren können, auch im Offline-Leben und nicht nur online. Ja, es gibt zum Beispiel diese Arbeit hier, dieses Stück. Es ist Soran Grants Beitrag dazu. Ein kleines mobiles Spiel, das mit Pandemie umgeht. Du musst diesen Coronavirus bekämpfen. Und das ist mitten in Berlin platziert, da es Open Call zum ersten Mal passiert. Und das zeigt halt, wie involviert die Künstler waren mit dem Konzept von Open Call und wie kreativ sie geworden sind, um Kunst zu entwickeln, die sich für dieses Konzept eignen. Ja. Kurz gesagt, wir hatten ein kleines Treffen vor dem Zentrum für Netzkunst in Berlin, um eine Testeröffnung zu haben für die ganzen Künstler, die das angucken, um unsere Hard- und Software zu testen, um herauszufinden, ob das alles so funktioniert, wie wir angenommen haben und dachten, dass es arbeiten wird. Wir haben natürlich Fehler gefunden, wir haben natürlich Probleme gefunden und dann haben wir natürlich versucht, diese zu fixen, bevor das offizielle Eröffnungs-Happening passiert ist. Und dann haben wir die Roller wieder in die Öffentlichkeit gepackt, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und so zu schauen, wie sie sich bewegen. Und das ist das gesamte Konzept. Vielleicht kann Scudi ja was sagen, warum wir überhaupt Roller benutzt haben, um loszulegen. Ja, so wir haben also beide individuell schon sehr großes Interesse gehabt in diese ganze Bewegung von Mikromobilitätsservices, Dienstleistungen und im Allgemeinen, aber ganz besonders auch bei Rollern. Es ist sehr seltsam, wenn man über Nacht plötzlich in einer Stadt konfrontiert wird mit einem Haufen hochtechnischer Technologie quasi. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht. Was sind diese Tiere, diese Dinge, diese Spezien?
Es hat sofort Fragen aufgeworfen. Was ist der öffentliche, also über, Fragen über den öffentlichen Raum selbst? Vorher war es vielleicht nicht unbedingt bemerkt, aber plötzlich war der öffentliche Raum belagert von privaten Firmen, Fahrzeugen. Und das hat viele Emotionen herausgebracht und nicht nur bei Künstlern und Wissenden und Forschern, sondern auch bei normalen Leuten. Und ihr habt vielleicht die Reaktionen darauf gesehen, die versucht haben, das zu verhindern, die das auf die Straße geschmissen haben, weil das neben dem Fahrradweg war. Ja, oder sie in Flüsse geworfen oder sie mit Absicht kaputt gemacht haben. Die Reaktion von den Leuten, die plötzlich diese gleiche Erfahrung gemacht haben wie wir, plötzlich, über Nacht, gibt es tausende von Dingen, die den Platz belagern, den wir normalerweise belagern und in dem wir leben. Und das hat offensichtlich emotionale Antworten herausgefordert, ausgelöst und auch Kritik. Es ist sehr interessant zu sehen, diese ganze Menge von Technologie, die diese Spezien mit sich bringen und dass das einfach frei auf die Straße gestellt wurde, um damit zu interagieren. Normalerweise würde man ein Telefon benutzen, um diese Sachen zu leihen, um sie zu mieten. Und dann fährt man ein bisschen rum und dann wird deine Kreditkarte belastet. Aber wir haben nach Wegen gesucht, um hier irgendwie in dieser neuen Ökologie auch mitzuspielen, was zurückzukriegen, wenn offensichtlich jeder dieses öffentliche Gut belagern kann. Und wir waren auch, das hat uns bewegt, wie diese Firmen das gemacht haben. Und das bringt uns zum nächsten Teil unseres Interesses. Wie können wir mit diesen Rollern interagieren? Nicht nur durchs Mieten, aber auch in der öffentlichen Art. Gibt es da Hintertüren oder Fehler, Bugs? Wie kann man mit diesen geteilten Fahrzeugen umgehen? Wie kann man mit dem Kapitalismus umgehen in einer Art und Weise, dass es öffentlich zugänglich ist, ohne Sachen kaputt zu machen? Durch Zufall irgendwie, vor ungefähr einem Jahr, haben wir versucht, ein Telefon auf einem Roller zu laden, den wir auf der Straße gefunden haben, und es hat es erst geladen, ohne dass es gemietet werden musste. Wir konnten also in einer gewissen Art und Weise freie Energie gefunden. Wir haben sozusagen den ersten Eingang gefunden, dieses erste Loch der Kommunikation, das uns das möglich gemacht hat, für uns mit diesen Rollern zu interagieren, anders als die Mikromobilitätsservice-Leute sich das vorgestellt haben. Es hat uns motiviert, dieses Eröffnen für einen eine neue Herangehensweise. Es gibt also im Wesentlichen zwei Hauptzutaten für unser Projekt. Wir haben versucht herauszufinden, wie man öffentlich diesen Dingen entgegenkommen kann. Das eine ist eine Softwarestelle und das andere ist ein Hardware-Element. Habe ich ja schon vorher gesagt. Bevor wir uns die Software angucken, können wir vielleicht kurz erklären, was diese Modelle, die ihr seht, dass sie ein Ladepad haben. Unter dem Lenkrad gibt es einen kleinen Clip.
wo man dein Telefon draufklemmen kannst. Und wenn es mit kabellosem Laden funktioniert, dann wird dein Telefon auch geladen, während du rumfährst. Das ist natürlich nett, wenn du das Ding leihst und dann keine Batterie mehr hast, dann kannst du es nicht mehr absperren und dann hast du ein Problem. Und du kannst natürlich auch nicht die Hotline anrufen, wenn du keine Batterie mehr hast. Also das ist quasi ein netter Dienst, der in beide Richtungen geht. Die andere Sache ist die Software-Seite. Vielleicht kann uns Speedy dazu mehr erzählen. Nachdem wir den ersten Einstiegspunkt entdeckt haben, haben wir noch über andere Sachen nachgedacht. Die Sachen, die diese Mikromobilitätssysteme uns gratis geben. Wir haben herausgefunden, dass die nächste große Ding, das nächste Information, die sie veröffentlichen werden, ohne dass man irgendeine Karte deiner App bekommt, ist App hat. Der Ort, wo die Scooter sind und der Batteriestatus und sowas. Und das ist alles, wenn man deren spezifischen Services-Anwendungen herunterlädt, dann kann man ohne einloggen, ohne einen Account, ohne Kreditkarteninformationen, sieht man, wo die Scooter sind, was ihre Nummern sind, ihre Versicherungsnummern, und wie viel sie geladen sind. Und wir haben es uns ein bisschen genauer angeschaut und wir haben herausgefunden, dass hier im Internet eine API-Key rumliegt. Der wurde vor uns von einem Typen gefunden, der es auf GitHub hochgeladen hat. Und wir haben sein GitHub-Repository gefunden und dieser API-Schlüssel gab uns die Fähigkeiten, auch API-Anfragen zu senden und die Ergebnisse zu bekommen mit der ganzen Information, die notwendig sind, um unser eigenes Konzept zu entwickeln. Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Webseite erstellt für Mobilgeräte optimiert und unseren Besucher, dass sie die modifizierten Scooter finden können. Nicht alle Scooter, die normalerweise aufkommen auf dieser App, sondern nur die Scooter, die unsere Kunstgalerie-Modifikationen haben. Und wir haben herausgefunden, dass es unterschiedliche Stati gibt, die diese Scooter haben können, durch die Antwort, die wir von der API bekommen. Zum Beispiel, wenn jemand den Scooter ausleiht, das diesen Gerät hat, dann ändert sich der Status von verfügbar zu nicht verfügbar, sodass man dass ein anderer Benutzer des Services sehen würde, dass der Scooter auf ihrem Gerät nicht mehr drauf ist. Und wir haben diese unterschiedlichen Funktionen auch, um Besucher unserer Galerie darüber zu notifizieren, wann Scooter verfügbar werden, weil entweder ist es ausgeliehen oder es ist kaputt oder es ist Akku ist alle und die ganzen Sachen haben wir gefunden, während wir uns angeschaut haben, wie diese Kreaturen sich verhalten oder was die senden. Die ganzen Stati, die wir implementieren können. Um es zu unseren Besuchern klarer zu machen, welche Scooter verfügbar sind, welche gefunden werden können überall und wo man die Kunst sehen kann und welche vielleicht nicht mehr verfügbar sind. Ich habe gerade keinen Ton mehr. Ich vermute, er erklärt gerade, wie man hier den Scooter sieht und seine Konfigurationsdaten.
Das sind die Orte, wo Scooter sein können. Und das zeigt immer, wo sie aktuell sind. Und sobald wir diese Werkzeuge hatten, haben wir sofort bemerkt, dass sobald wir die Scooter veröffentlichen, wir hatten sehr kleine Erwartungen darüber, wie lange sie leben, wie lange unsere Module daran sind. Wir haben die Scooter angeschaut und haben geschaut, wie sie von der Öffentlichkeit behandelt werden. Da waren wir sehr haben wir mal geschaut, wie lange unsere Geräte überhaupt funktionieren und haben die Seite häufig neu geladen, um zu sehen, ob irgendwas sich ändert. Und es war ein wir haben mit diesen Scootern wieder interagiert. Wir saßen zu Hause und haben die Webseite neu geladen und wieder neu geladen, um zu sehen, wo unsere Scooter sind und ob sie Service brauchen. Und wir würden dann jedes Mal, wenn irgendwas wechselte, das Scooter-Icon wurde Maintenance oder Batterie, niedrige Batterie oder sowas, sind wir hingefahren und haben unser Modul wieder angeschaut, ob unser Modul noch in Ordnung ist und ob es kaputt ist, ob es immer noch funktioniert. Und durch dieses Zusammenarbeit haben wir, durch diese Interaktion haben wir herausgefunden, haben wir so viel darüber herausgefunden, wie diese Services funktionieren und wie die Scooter wirklich benutzt werden. Und ja, wir haben gut auf diese Module aufgepasst, die wir an diese Geräte angebaut haben. Der Hardware-Teil von unserem Konzept. Und ja, vielleicht gibt es noch ein paar Worte, Ideen. Ja, bis jetzt gab es keinen einzigen Hack, wirklich. Wir haben nur öffentlich verfügbare Zugangsdaten benutzt, um eine alternative Infrastruktur zu bauen auf der existierenden. Und Cine hat gerade gezeigt, wir haben diese Karte erstellt, wo unsere gefunden werden können, wo unsere Hardware-Implantate drin sind, unsere Parasiten, wenn man so sagen möchte. Und das ist im Endeffekt ein Replikat der existierenden Ladeports für Mobiltelefone. Wir haben hier ein Humming. Vielleicht kann ich euch mal kurz zeigen, was hier an Technologie ist, die wir benutzt haben, um die freie Energie zu benutzen bei diesen Geräten. Und wieder, es ist ein Feature, es ist kein Bug. Also, wenn wir hier anfangen, ich sitze gerade auf einem Mikrocontroller mit WLAN, ESP12F, er stellt einen WLAN-Hotspot und einen kleinen Webserver, auf dem die Kunstwerke liegen. Jeder konnte mit seinem Handy oder einem Laptop sich damit verbinden und dann würden sie ein kleines Pop-up bekommen. Bei Android ist es eigentlich ein bisschen komplex. Es wird das Kunstwerk zeigen, das darauf läuft. Wenn wir noch ein bisschen weiter runtergehen, dann ist da ein kleines schwarzes Ding, das ist der Pulsweitenmodulator, der nimmt die 5 Volt von der Ladespule und erstellt damit 3 Volt für den ESP. Und wenn wir die grüne Linie weiter folgen, das ist eine eigene Platine, die wir erstellt haben, damit das alles klein reinpasst, in den Ladepad-Replikat sehen wir die wunderschöne Kupferspule mit einer kleinen Schaltung dran und das war die Idee, wir erstellen unser eigenes Phone-Lademodul-Ding, das
ein Standard-Ladegerät benutzt. Oder ein Adaption benutzt. Es gibt Wechselstrom, der durch einen Regulator fließt und vom ESP benutzt werden kann. Mit einer Reduzierung auf 3,3 Volt. Ja, wir könnten sagen, dass wir haben unterschiedliche Versionen dieser Spule benutzt in der Vergangenheit und im Original war dieses Board nur die Spule und das kleine Board, was da dran befestigt ist, waren die, welche die benutzt wurden, um diese WLAN, dieses kabellose LAN zu Geräten hinzuzubauen, die das vorher nicht hatten. Und damit alles WLAN, kabelloses Laden kompatibel macht. Und wir benutzen es halt, um unsere Batterie zu laden. Ja, es gibt auch andere Modelle, die Adapter sind für mobile Telefone. Du kannst also dein Telefon in so ein kabellos ladbares Telefon verändern. Manche brauchen da vielleicht ein bisschen Modifikation, die wir nachher noch erzählen werden. Vielleicht eine Sache zum Anmerken. Es gibt keine Möglichkeit, physikalisch auf dieses Ding sich zu verbinden. Also eine der Beschränkungen mit 2 Megabyte ist der Fakt, dass wir diese Mikrocontroller nur über die Firmware, nur über die Luftschnittstelle ändern können. Wir haben es also auch nicht passwortgeschützt. Wir haben es absichtlich offen gelassen, in der Hoffnung, dass es jemand ein Roller auf der Straße findet, dieses verrückte Modul findet und in der Lage wäre, es anders zu benutzen, also sich es so zu verändern, dass er seine eigenen Ziele damit verfolgen kann. Eine unserer Ziele war, es leicht anwendbar zu machen, leicht wegzumachen und nicht zerstörbar. Und vielleicht eine der wichtigsten Sachen ist, dass es nicht, also dass es funktioniert immer noch durch diese Erweiterung. Du kannst immer noch dein Telefon laden, wenn du das da drauf tust. Und hier siehst du einen kleinen ein paar Folien, wie man das einfach schnell da drauf stecken kann, auf das existierende Ladepad. Und der einzige Unterschied ist, das Gummiabrutschring. Der Gummiabrutschring. Und das ist natürlich ein handgemaltes Schablonenlogo. Die Idee dahinter ist natürlich gewesen, möglichst unsichtbare Erweiterungen zu generieren, die dann vielleicht nicht gefunden wird von jemand, der nicht danach sucht, also zufällig, und es dann irgendwie direkt wegnimmt. Also wir wollten, dass es ein bisschen heimlich ist, damit es länger hält. Die Gehäuse, die passen ganz genau da schön da drauf. Und das Plastik beschützt die Chips in der Innenseite vom Wetter. Und wenn sie einmal drauf sind, kriegt der ESP Strom vom Scooter und das WLAN wird verfügbar. Und sobald du in der Nähe bist, kannst du das Netzwerk auf deinem Telefon erkennen, dann kannst du dich darauf verbinden und dann kannst du die Kunst darauf angezeigt bekommen. Du musst also gar nicht so ganz super dicht an dem Roller zu sein, um diese Kunstwerke zu sehen, aber du musst schon dicht da stehen. Nachdem wir das erstellt haben, haben wir dann wir haben es auf die Roller festgebaut, auf einige dieser Roller, die wir gefunden haben.
die auch geladen haben, als sie noch nicht gemietet wurden, also die ganze Zeit Strom abgeben. Und dann haben wir diese Module da drauf gebaut. Und wie ich vorhin gesagt habe, nach der Eröffnung dieser Ausstellung haben wir sie einfach auf die Straße gestellt und gehofft, dass sie reisen gehen werden durch die Gegend der Mikromobilitätsdienstleistung. Und wir haben diese Roller alle in Neukölln, in Berlin freigestellt und manche sind auch in Neukölln geblieben für die gesamte Zeit der Show, andere sind sehr, sehr weit weggefahren, Charlottenburg zum Beispiel. Und wir waren sehr neugierig darauf und wir haben sehr genau hingeschaut auf diese Daten. Man kann sehen, dass nach 2-3 Tagen einer dieser Scooter einen großen Trip nach Spandau gemacht hat. Der ist sogar außerhalb der normalen Servicegebiete dieser Roller. Und wir waren sehr neugierig. Wir haben am Anfang gedacht, okay, das ist irgendein betrunkener Fahrer, der mitten in der Nacht einen Scooter für 4 Stunden mitgenommen hat. Und dann so lange gelaufen ist, bis der gefahren ist, bis die Batterie tot war. Aber wir haben uns schon ein bisschen Sorgen gemacht um das Modul und wollten rausfinden. Also in den ersten Tagen waren wir sehr besorgt. Und dann haben wir beschlossen, wir fahren da einfach mit dem Fahrrad hin, um rauszufinden, was da kaputt ist, was da falsch läuft. Ob da irgendwas mit dem Roller nicht in Ordnung war. Und das ist, wie wir hierher gekommen sind. Und das hier ist der Ort, der Hintergarten der Tier-Service-Räumlichkeiten. Also es war kein betrunkener Fahrer. Also einer der Servicetechniker hat auf einer regulären Basis sozusagen die Überholung des Scooters organisiert. Wir haben auch eine Änderung des Rollers gesehen, also irgendwie er wird jetzt repariert. Also sind wir einfach der API hinterhergelaufen auf diesen Ort, weil wir nämlich nicht den Roller direkt mehr finden konnten. Er hatte eine Statusänderung. Also über die Woche hinweg sind vielleicht 3 Roller hier gelandet. Und wie wir gesagt haben, wir haben herausgefunden, dass es einige Arbeiter gab, die mit diesen Mopeds hier rumgelaufen sind, die man im Hintergrund sieht. Die sind rein und rausgefahren in diese Lagerhalle. Und wir haben uns dann mit diesen Leuten in Verbindung gesetzt. Und wir haben gesagt, wir haben zuvor herausgefunden, diesen Fehler. Wir haben aber nie herausgefunden, wir haben nie herausgefunden, ob das Laden des Telefons ohne das den Roller zu mieten, ob das ein Fehler oder eine Funktion ist, wie es sein soll. Diese Roller, die haben eine ID, die fangen mit 2.7 an oder mit 2.8 und die haben alle einen Helmkasten hinten, diese große schwarze Kiste hinten drauf. Und wir haben die API gesucht für spezifische Modelle und haben dann die verfolgt durch die API. Und das hat uns hierher geführt, zu dieser sehr, sehr realen Hintertür in das Werkstattzimmer, in diese neue Welt. Diese Firmen, die waren plötzlich sehr sichtbar für uns. Alles, was wir uns interessiert haben, war, wo unser Roller ist, ob er noch lebt, ob er immer noch ein Signal schickt und warum kommt er nicht einfach mit uns rein in die Werkstatt. Tada! Hier sind wir also. Das ist, was wir gefunden haben, als wir hergekommen sind. Alle diese Roller.
Im Wesentlichen sind all diese Roller in der Situation, dass sie repariert werden müssen, und es gab einige Techniker. Wir haben mit einem dieser geredet, der war sehr, sehr freundlich. Er hat uns hineingucken lassen, schauen lassen, wie diese Roller repariert werden. Also, Speedy, was ist denn eigentlich passiert mit dem Parasiten? Hat die jemand gesehen? Konnten wir ihn finden? Wir haben sofort das Telefon rausgesucht und nach einem WLAN-Signal gesucht, und Playgrave 2020, das war das WLAN-Netzwerk, die Arbeit von Sarah, das war wirklich da, und man hat das WLAN sofort gefunden, und dann haben wir all diese Roller angeguckt. Manche waren komplett auseinandergenommen, und wir waren uns also sicher, dass wir unseren Parasit wiederfinden werden und dass er zerstört werden wird. Und wir waren aber nicht in der Lage, das hier wiederzufinden. Und wir sind auch rausgeschmissen, kurz nachdem wir dieses Foto aufgenommen haben, weil offensichtlich darf man hier keine Fotos machen in diesen Räumlichkeiten. Ja, das war eine interessante Sache. Also wir haben ja eigentlich nur Roller auf der Straße hinterher laufen wollen, und dann haben wir herausgefunden, wie hier ein ganz anderes Level an physikalischem sich aufgetan hat. Wir haben realisiert, was aus uns geworden ist. Die kurze Zeit der Ausstellung für eine Woche hat uns festgestellt, wir sind offensichtlich gerade spontan selbst eine Firma geworden, die Sachen verleiht, und hier rumzugucken, ob wie unser Roller funktioniert, ob der noch in Ordnung ist. Also wenn sie umgefallen sind, dann mussten wir natürlich hinlaufen und sie wieder hoch aufstellen und so. Also wir haben sozusagen plötzlich achten müssen auf unsere Galerie-Gastgeber. Und es war eine symbiotische Beziehung. Und natürlich haben wir auch die API benutzt in derselben Art und Weise, wie die Firma das macht, um unsere Module zu verfolgen. Dieser Ort hier, es hat uns einfach völlig umgehauen, dass man den öffentlichen Raum benutzen kann, diesen öffentlichen Kartendaten, um rauszufinden, wo die Roller hinfahren, und dann waren wir überrascht zu sehen, dass sie tatsächlich repariert werden und nicht einfach nur in Anführungsstrichen wiederverwertet werden. Die sind sortiert nach unterschiedlichen Leveln von Schaden. Manche haben sozusagen die Stange vom Lenker komplett abgebrochen, und die werden repariert oder kommissioniert. Wir haben die Anwendung dekompiliert, die von den Leuten benutzt wurde, die dort gearbeitet haben. Wir können das in einem App Store finden. Jeder Mikromobilitätsservice benutzt im Wesentlichen eine App, die öffentlich verfügbar ist für die Nutzer, die das benutzen werden, um den Scooter zu tracken. Und dann gibt es aber auch eine App für die Leute, die das warten, die nachts rauslaufen, um die Batterien zu ersetzen und im Wesentlichen das machen, was wir für eine Woche gemacht haben, nach den Scootern, nach den Rollern zu schauen, ob sie repariert werden müssen und dass sie dann in diesem Ort hier ankommen. Also sie haben alle diese App. Diese Leute, die die Roller einsammeln und die Batterien tauschen, die werden Ranger, also Förster genannt. Und als wir das hier dekompiliert haben, da haben wir herausgefunden, dass die sehr spezifische Informationen über den Schaden zu den Rollern
haben, ob es ein GPS-Problem ist oder ein kaputter Lenker oder was die Rolle hierher gebracht hat. Alles das war innerhalb der API, die wir gefunden haben. Also, Speedy, wie viele der Parasiten haben wir am Ende eigentlich verloren? Das ist eine sehr interessante Sache. Wie wir gesagt haben, wir haben diesen Ort hier entdeckt und wir sind quasi direkt rausgeworfen worden. Und wir waren eigentlich ziemlich sicher, dass wir unsere Module hier nie wieder sehen werden. Also ganz besonders dieses spezifische Modul hat das ganz schön lange gedauert. Wir haben einen dieser Mechaniker gefragt. Normalerweise sagt er, ein Roller kann hier innerhalb von einem Tag an- und rausgehen. Für unseren haben sie ungefähr 2 Monate gebraucht, um ihn wieder auf die Straße zu stellen. Als wir das realisiert haben, dass der Roller wieder auf der Straße ist, während der Woche haben wir 3 Module zu diesem Platz verloren und alle 3 sind irgendwann wieder auf der Straße gelandet. Also, die konnten repariert werden. Und wir haben gemacht, was wir gemacht haben. Wir haben sie verfolgt und haben nach ihnen geschaut und haben voller Überraschung festgestellt, dass unsere Module immer noch da drauf waren. Sie waren perfekt. Die Roller waren repariert. Die Batterien waren wieder am Laufen. Und eine mögliche Erklärung für das ist, wir haben keine. Wir können nicht ganz glauben, dass unser Replikat, dass das etwas ist, als eine Person, die jeden Tag mit diesen Rollern arbeitet, nicht auch erkennen würde. Wenn du jetzt in Berlin über die Straßen läufst, dann wirst du unser Mobil vielleicht finden, auch von einer anderen Straßenseite, ohne deinen WLAN. Eine andere Erklärung könnte natürlich sein, diese Roller sind, entwickeln sich und migrieren. Also, vielleicht habt ihr festgestellt, wenn ihr in einer Stadt lebt, wo diese E-Roller überall rumfahren, ungefähr alle 3 Monate gibt es ein neues Modell und irgendwie die alten wurden dekommissioniert oder was auch immer mit ihnen passiert. Unser Modul war vielleicht einfach verstanden als ein neues Modell, was jetzt in die Straßen gebracht wird. Und diese Leute, die da hier arbeiten, die haben sich offensichtlich nicht als Angestellte von Tier zu verstehen. Sie schienen dort gearbeitet zu haben, bevor Tier da war. Die hatten ihre Werkhalle, bevor Tier als Mikromobilitätsdienst hier dazugekommen ist. Das war unser Eindruck, als ob dieser Platz einfach nur vermietet wurde und diesen Mitarbeitern wurde jetzt gesagt, von jetzt an müsst ihr die Teile reparieren. Wie Scooty bereits gesagt hat, innerhalb des Zeitrahmens waren wir sehr in Interaktion mit diesen Rollern. Wir haben 3 verschiedene Modelle auf die Straße kommen sehen. Es ist also nicht wirklich super unwahrscheinlich, dass diese Arbeiter einfach gedacht haben, die sollen so aussehen. Und durch einen lustigen Zufall haben wir eines Tages einen Scooter gefunden, der nach Marseille in Frankreich migriert ist, vielleicht weil er nach besserem Wetter gesucht hat, weil es Winter in Berlin war. Und da ist es natürlich sehr kalt. Aber dann haben wir festgestellt, dass es neben einer deutschen Ingenieurskompanie war, die Sachen vermieten, verleihen. Und als wir diesen Ort besucht haben in Berlin, dann konnten wir nicht anders als rausfinden, dass es da auf der Karte eine Sache nebenan gab, ein Wort. Da gibt es vielleicht eine interessante Verbindung oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nur Zufall. Aber 2 dieser Roller wurden von uns genommen, einer nach hier und einer
nach Marseille und sie waren ganz in der Nähe von einem Laden. Vielleicht war das Zufall. Der Roller, der nach Marseille gegangen ist, war ein älteres Modell. Wir haben schnell festgestellt, dass es speziell deshalb dieser Roller sozusagen die Firma kommt aus Berlin und offensichtlich haben sie innerhalb von Berlin nur mit den neuesten Modellen versucht zu interagieren und ältere Modelle wurden dann irgendwie dekommissioniert oder an andere Orte gebracht, wo deren Präsenz gebraucht wird und nicht so wichtig ist wie in Berlin. Also, das hier zusammenzufassen, vielleicht, was unser künstlerischer Anspruch hier war. Es war also irgendwie eine Art und Weise, diese Firmen wahrzunehmen und diese Geräte und herauszufinden, was sie sind. Wir haben die Ausrede von Kunst benutzt, um einen Weg zu haben, mit dieser Spezie in Kontakt zu kommen. Aber das ist nur eine Art und Weise, wie man das machen kann. Wir haben auch schon darüber geredet, dass es Leute gibt, die in anderen Arten und Weisen mit diesen Geräten umgehen. Zum Beispiel destruktiv und weniger freundlich für die Umwelt. Weil diese Geräte, obwohl viele Firmen sagen, hey, die sind CO2-neutral, aber natürlich sind das immer noch 20, es ist noch Lithium-Ionen-Batterien. Und wenn man sich hier rumschaut, dann wie viele Materialien hier sind, die auf der Straße sind und die wieder reingesteckt werden. Insbesondere, da alle paar Monate ein neues Modell herauskommt. Es bewegt sich so schnell und so schnell ändert sich das. Wir können uns alle daran erinnern, aus Bildern aus China, wo diese riesigen Haufen von Fahrrädern da sind. Vor dieser Version von des Teilen von Mikromobilität hatten wir die Mietfahrräder, wo die ganzen unterschiedlichen Firmen in Berlin ihre Fahrräder auf die Straße geworfen haben, auf einer sehr ähnlichen Art und Weise, wie wir auch auf diese schönen Kreaturen gestoßen sind. Sie sind alle verschwunden. In Berlin kann man ab und zu mal ein kaputtes Mobike finden und ein paar Ecken, aber die Apps sind nicht mehr im App Store und sind einfach verschwunden und sie sind in Friedhöfen in China gelandet oder wo auch immer. Wir nennen diese Add-on-Parasiti-Add-on, um einfach mit diesen Scootern zu interagieren und zu sehen, haben sie ein ähnliches Problem, werden sie ähnlich ausgehen. In unserer Forschung oder auf unserem Weg haben wir hauptsächlich die API angeschaut und haben die paar Anwendungen zurückingeniert, um ein bisschen mehr Wissen über dieses Ökosystem zu bekommen. Aber man kann natürlich auch das ökonomische Modell dieser Firmen anschauen. Und man kann zu Crunchbase gehen, auf deren Webseite und schauen, wer in was investiert und wer wen kauft. Und man kann dem Geld folgen. Vielleicht ist Tier und Bird noch mehr gemeinsam. Vielleicht gehören sie derselben Firma. Und es gibt die sehr reiche Sprache von des Marketings, die diese Firmen benutzen, mit einem sehr interessanten Terms of Service und Privatsphäreninformationen. Wo man sehr einfach sehen kann, dass die meiste Ökofreundlichkeit outgesourced wird zu anderen Firmen, zum Beispiel das Recycling von Tiers wird von Deutscher Recycling gemacht. Ihre CO2-Ziele sind mit climatepartner.com
Verliert der ganze Raum hier. Der ist nicht von Tierbesitzen. Es ist einfach eine Firma, die eine Firma beauftragt, die viele kleine Jobs erstellt. Und das ist alles darauf ausgelegt, ein sehr momentäres Sache zu sein. Die während der Pandemie sieht man innerhalb von Wochen, dass ganze Krankenhäuser aufgebaut werden können. Und diese sieht ziemlich ähnlich. Das ist nur ein Pop-up-Krankenhaus für Scooter. Sie existieren so lange, wie Scooter existieren. Und wenn sie evolviert sind, die nächste Version von Mikromobilität, dann wird das hier wieder was anderes sein. Genau. Etwas anderes, was man sehen kann, zum Beispiel, wenn man nicht destruktives Reverse Engineering machen möchte, dann kann man die FCC-Datenbank benutzen, FCC.io, und man kann versuchen herauszufinden, ob die Elektronik da registriert ist. Und meistens kann man Bilder von den Platinen finden, die in den Geräten sind. Und die FCC ist die amerikanische Radio, die aufpasst, dass nicht in falschen Frequenzen gesendet wird, wird zu stark gesendet wird. Und man kann auch was Ähnliches machen, indem man die ganzen Apps dekompiliert, um kleine neue Zugangsdaten finden können. Wenn man den API-Schlüssel, den wir benutzt haben, der wurde vorher von jemandem gefunden, der diese Tier-App dekompiliert hat und hat den API-Key, der da ankompiliert war, hat ihn da gefunden. Es gibt unterschiedliche API-Keys. Es gibt welche für die Benutzer. Wenn ihr eine App benutzt, der offiziellen Tier-App, benutzt ihr einen anderen API-Schlüssel als der, den wir benutzt haben, weil zum Beispiel in der Tier-App kann man einen Scooter anfordern und der blinkt dann in der Straße, damit man ihn einfacher finden kann. Das ist zum Beispiel etwas, was wir mit unserem Schlüssel nicht machen konnten. Und es gibt noch andere Sachen, die in diesen Apps gefunden werden kann. Und andere Apps, die existieren von diesen Scooter-Teilfirmen. Und eine andere Sache ist dieser physikalische Scooter selber. Man kann sehen, dass ja hier unten viele Sticker drauf sind. Und häufig sind diese FCC-ID da drauf. Die kann man benutzen, um die Elektronik in der Innenseite an sich anzuschauen. Aber auch der Hersteller von diesen Dingern. Und das sind meistens irgendwelche chinesische Firmen. Und wenn man den Hersteller hat, wenn man den Hersteller und die Modellversion kennt, dann kann man Handbücher dazu suchen und die weiteren Features dieser Geräte zu finden. Zum Beispiel bei den Scootern, die man hier sehen kann, gibt es einen kleinen schwarzer Balken vorne und obendrauf ist ein kleines Auge mit einer LED, die da drin ist. Und ein paar der Handbücher geben auch eine kleine Indikation, dass man dort eine Kamera einbauen könnte. Das heißt, vielleicht der nächste Schritt der Evolution ist es, dass dort, dass diese Scooter sich selber beobachten können, ihre eigene Umgebung. Ja, dies sind die Wege, wie wir diese Sachen angegangen sind. Wir wollen euch jetzt fragen, ich möchte hinweisen, wie ihr da vielleicht drauf zugehen könnt. Früher im Jahr hatten wir einen Workshop über diesen Inhalte und in Stuttgart im BKV und wir haben
dieses Konzept schon entwickelt, dieses Konzept des, dieses Roaming-Feature, und wir waren uns sicher, dass dieser Eingangspunkt mit dem Ladepad, dass dort dieser gratis Strom, der da verfügbar ist, das könnte vielleicht unser Weg sein, es zu benutzen. Das ist vielleicht nur einer von vielen, die da existieren. Und wir haben diesen Workshop gemacht und wir haben im Endeffekt eine Reihe von hölzernen Adaptern, die da auch genau drauf passen, und es erlaubt den Teilnehmern unseres Workshops, ihren eigenen Add-ons zu erstellen, die um Möglichkeiten zu sehen, wie sie selber den Wert dieser Scooter erhöhen können, weil wir haben herausgefunden, dass viele Leute die Scooter kritisiert haben, einfach nur weil die Lösung, die sie die Mikromobilindustrie sagt, dass es ist etwas, das diese wunderschöne klimaneutrale Lösung für diese Mobilitätsproblematik, die existiert, insbesondere in den urbanen Bereichen. Wir haben gefunden, dass diese Scooterlösung in vielen Fällen einfach nicht existiert oder nicht funktioniert. Scooter sind nicht brauchbar. Sie lösen das Problem für viele Leute einfach nicht. Und wir haben darüber nachgedacht, hey, wenn diese Scooter hier sind und hier bleiben und das einzige Gute, was sie machen, das ist eine große Infrastruktur und das ist kostenlose Energie für kleine Projekte. Und wir haben eine Reihe von Leuten eingeladen, von unserem Workshop über andere Sachen nachzudenken als nur eine Galerie. Wie könnt ihr mit den Scootern interagieren und wie könnt ihr die Benutzbarkeit verbessern oder den Wert von diesen Scootern erhöhen? Die Platinen, die wir erstellt haben für diese Galerie, wird einfach in diese Holzkiste getan, und anstelle da den WLAN-Chip zu betreiben, könnte man das auch benutzen, um viele andere Geräte zu betreiben, die man da anschließen möchte. In diesem Fall eine Zahnbürste, aber kostenloses Zahnbürstenladen auf der Straße oder was auch immer. A thing. Ich habe gehört, das ist das neue Ding. It's the new thing, I heard. Habe ich auch gehört. I heard too. Yeah, so in the end, im Endeffekt wollen wir dieselbe Herangehensweise nehmen und euch alle einladen, vielleicht über Lösungen nachzudenken, die ihr habt, und mit den Scootern interagieren und besser die Industrie besser zu verstehen, die Art und Weise zu verstehen, wie diese Firmen funktionieren. Und wie wir als generelle Öffentlichkeit von diesen Scootern profitieren können. Viele von diesen Sachen sind halt nicht für die Öffentlichkeit oder nicht für die generelle Öffentlichkeit. Und wir laden euch ein, Wege zu finden, wie Hacks zu finden, Erweiterungen zu finden und zu erbauen, die für euch dieses ein Problem lösen. Wir haben dieses GitHub, wo wir ein paar Sachen mit euch teilen. Ja, absichtlich teilen wir nicht unsere eigenen WLAN-Module und den Code dafür, die können immer noch in Berlin gefunden werden. Wir haben die ganze Information mit der Galerie, die könnt ihr teilen, wenn ihr unseren Scooter findet, den wir zur Verfügung stellen in der OpenCoil-Show, und dann könnt ihr euch dort ins WLAN einmelden und die ganze Schematik da runterladen. Und ja,
Die URL dafür könnt ihr auch auf GitHub finden. In der URL hier oben. Und jetzt wird unser Server sterben. Na, hoffentlich nicht. Auf dem GitHub findet ihr den Client, wie man die billigen Adapter modifiziert, dass die mit den Spulen funktionieren. Ihr habt die, wie man einfach seine eigenen Adapter mit Plastik erstellt und auch den hölzernen Klotz, den man mit einem Lasercut oder mit einem Cutter oder mit einer CNC-Fräse erstellen kann. Das ist sehr einfach, weil man hat Löcher und man kann einen Hammer benutzen und ein paar Nägel benutzen, um beliebige Sachen daran zu befestigen. Um noch ein paar Ideen zu geben. Dieser ein bisschen technischen Vortrag. Das Ganze ist nicht ein rein technisches Projekt. Es geht um Kunst. Dieses Projekt läuft seit einem halben Jahr und ist eine Sammlung von sozialen Kontakten, Freunden und Räumen, aber auch Wissen, das ausgeteilt wurde über die letzten Wochen, Monate. Das heißt, ein sehr großer sozialer Aspekt ist auch dabei. In der gleichen Art und Weise glauben wir, dass Technik einfach auf die Straße zu werfen, löst aber auch keine sozialen oder anderen Probleme. Und wir wollen versuchen, andere Wege zu finden, das wirklich zu machen. In dieser Industrie wirklich was verändern, weil wir glauben, es gibt schon genug Möglichkeiten, schon genug Zugangsmöglichkeiten und Vordertüren, um mit den Scootern zu interagieren und Sachen über sie herauszufinden. Und das Ganze nochmal zusammenzufassen, im Endeffekt wollen wir allen Künstlern, die da teilgenommen haben, jeder, der sofort mitgemacht hat, der tolle Kunstwerke bei uns mitgegeben haben, um sie auf den Scootern veröffentlichen. Und es freut uns, dass so viele Künstler da überhaupt drüber nachgedacht haben, mitzumachen. Und das war ein tolles Gefühl. Und vielen Dank an allen, die mit uns daran zusammengearbeitet haben. Und wir wollen auch sagen, dass das Zentrum für Netzkunst, die unser Eröffnungsevent geöffnet hat, Theresa, vielen Dank, die hat viel für uns gearbeitet. Und das Ganze wäre ohne diese Gesellschaft nicht möglich, Gesellschaft von Künstlern und mit zufälligen, freundlichen Leuten, die uns geholfen haben mit diesen ganzen Sachen. Vielen Dank! Oh ja, und vielen Dank für den CCC, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank. Also, weiter geht's mit Fragen und Antworten. Geht zum GitHub, ladet unser Zeug runter, findet Lösungen. Ja, toll. Das ist super lieb von euch. Vielen lieben Dank. Danke. Das war wirklich, wow, eine ganz neue Perspektive auf diese verrückten kleinen Dinger, die da unsere Straßen überall bevölkern. Ich habe mich schon direkt gefragt, was ist denn mit Autos? Autos verbrauchen noch viel mehr Platz. Und gibt es da auch kreative Ideen? Ja, aber die sind sehr viel schwerer zu hacken, haben wir rausgefunden. Vielleicht sollten wir einen Außenseiter-Hack machen. Wir waren leider nicht, wir müssen uns entschuldigen, wir hatten kleine Audiostörungen zwischendurch. Es war nicht super viel. Aber wir sind, es tut uns sehr leid. Leider können wir nicht garantieren, dass es auf dem mediaccc.de besser sein wird. Aber es war immer noch in Ordnung.
In Deutschland ist das alles noch immer Neuland, wie ihr wisst. Vielleicht müssen wir einfach nur geduldig sein. Lass mich noch ein bisschen hin und her springen. Nochmal die GitHub-Adresse möchte ich nochmal wiederholen. Das ist github.com/speedy-scoody/opencoil. Und wo wir gerade dabei sind, wenn ihr uns Feedback geben könntet für die Vorträge, dann würde uns das sehr gut freuen. Das könnt ihr im Fahrplan machen, nicht in der fancy App, in der normalen Fahrplan-App, sondern es gibt dort auch noch einen Feedback-Link, wo ihr uns erzählen könnt, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist und warum da manchmal technische Schwierigkeiten waren. Aber ich habe schon gehört, dass die öffentlichen Nachrichten haben heute schon ihren Service unterbrechen müssen wegen Problemen. Also wir sind nicht die Einzigen. Ja, wir haben viele, viele Fragen und wir haben lustigerweise auch noch ganz viel Zeit. Ich hoffe also, dass wir fertig sind, um zu diesen Fragen zu springen. Lass mich nochmal kurz gucken. So, also die erste Frage. Sie sind vielleicht nach anderen Themen kopiert, aber über das Projekt im Generellen oder über das über die API oder über die Hardware oder das Implantierte oder das Off-Topic? Worüber möchtet ihr zu reden bringen? Off-Topic. Ernsthaft? Off-Topic? Okay, na gut, dann Off-Topic. Seid ihr, habt ihr irgendwelche Backdoors für diese Roller gehört? Nicht wirklich. Wir sind nicht mal sicher, ob was wir gefunden haben ein Fehler ist. Wir haben nur herausgefunden, dass es diese offene Spule gibt und dass man dort kostenlos Energie herholen kann. Wir sind uns nicht sicher, ob das ein Fehler oder ein Feature ist. Es ist ein nützliches Ding. Es ist nämlich dafür da, dass du dein Telefon laden kannst, wenn du das mietest. Also es ist eher ein Feature. Vielleicht gibt es hier jemand im Publikum, der uns da erleuchten kann. Vielleicht. Wenn so, dann lass doch bitte eine Nachricht auf Twitter da. Unter dem Hashtag RC32. Entschuldigung. Die nächste Off-Topic-Frage ist, wie habt ihr diese großartige Präsentation gemacht? Okay. Greenscreen, grüne Bildschirmhintergründe. Dankeschön. Thank you. Yeah, it's been nice to go outside. Es ist schön, nach außen zu gehen, ohne nach außen zu gehen. Nächste Frage? Ja, das war die einzige Möglichkeit, wie wir das zusammen hätten machen können. Stimmt, ja, das ist clever. Es war schön zu sehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Hardware-Implantierung, Hardware-Implantat, API oder... was soll das nächste Thema werden? API, bitte. API. Okay, API. API. Ist die API immer noch offen? Ja. Yes. Bitte schließt das nicht. Wir wollen diese Show nochmal machen. Bitte, 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 macht das nicht. Verschließt sie nicht. Oder ihr nehmt das nächste Projekt, eher die Autos, ne? Okay, was sind die lustigsten, die verrücktesten Dinge, die ihr mit der API gesehen habt? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da gab es einige lustige Reparaturstati, das zerstört oder irgendwie sowas. Also manche wurden offensichtlich dekommissioniert. Also wurden betitelt, sie sind quasi absolut wegzuwerfen. Also das ganz normale Zeug, was wir herausgefunden haben. Der Roller, der in Berlin war, ist jetzt plötzlich in Marseille. 2 Tage später, dass er alleine ist, ja schon irgendwie ein sehr seltsamer Zufall.
Ich weiß nicht, ob ihr herausgefunden habt, aber ob euch das aufgefallen ist, aber während des Stream Recordings auf der Webseite konnte man sehen, dass es einer der Roller unser Add-on gehostet hat, ist ganz weit weggegangen, also definitiv außerhalb der Service-Region. Und so wie weit wir sehen können, ist es kein Workshop, sondern das ist einfach eine Route gewesen. Vielleicht kann ja jemand das rausfinden. Ja, vielleicht. Okay. Habt ihr besonders auffällige Bewegungsmuster entdeckt? Ja, okay, ich glaube, das hatten wir schon. Vielleicht gehen wir zum Implantat? Ja, okay, klar. Okay, so. Entschuldigung, falls es schon gesagt wurde, wie teuer ist das Add-on? Wenn man es in großen Mengen kauft, kostet es ungefähr 5 Euro, würde ich sagen. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie groß du das aufziehen möchtest. Also, wir wollten offensichtlich ein paar ESPs. Wir haben ja schon erzählt, wir haben erwartet, dass diese Dinger nicht, also wir hatten erwartet, dass sie nicht so lange halten werden. Und deswegen haben wir viele von ihnen gekauft. Und wir haben sehr vernünftige Preise bezahlt, aber wir haben auch einige Probleme gehabt mit dem Liefern, in der rechtzeitigen Lieferung, aus China natürlich, mit Corona. Also mussten wir in der letzten Minute noch schnell lokalere Versorger verwenden. Und dieser Versorger der Anbieter hatte dann noch diese Adapter, die man in alte Smartphones anklicken kann, die kein kabelloses Laden haben. Und dann haben wir einfach ein paar von diesen Adaptern bestellt und haben sie auseinandergenommen und haben einfach die Teile rausgenommen, die wir gebraucht haben. Und die haben dann natürlich nicht funktioniert. Ja, genau, am Anfang haben die nicht funktioniert. Wir mussten also auf ein Bild gucken von dieser Version, dieser Hardware-Komponente, die wir vorher hatten. Und dann haben wir die miteinander verglichen und dann haben wir die Bilder verglichen und festgestellt, da fehlen noch zwei Komponenten auf diesen Platinen. Und dann haben wir die einfach ausgelötet und haben sie überbrückt und dann haben sie wieder funktioniert. Und das war wirklich komisches Zeug, also irgendwie komische Hacks, die wir gemacht haben, einfach um die Module rechtzeitig zum Laufen zu bekommen. Und offensichtlicherweise, wenn du wenig Zeit hast, werden die Sachen natürlich teurer, ja. Wie immer, na klar. Aber 5 Euro würde ich sagen. Haben die Techniker irgendwelche eurer Implantate gefunden? Soweit wir wissen, nein. Oder vielleicht haben sie nach Potsdam genommen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht gehen wir nach Hardware, gehen wir über Hardware, bevor wir zum Projekt im Allgemeinen wieder gehen. Also, wenn das Open Source ist, wo findet man einen Plan, das zu kopieren? Es ist offensichtlich normalerweise am Anfang dabei. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ein anderer Kommentar, der auch dazu gehört. Ich glaube, die Geräte werden noch irgendwie daran gestöpselt, oder? Die Ladepads sind auf die Roller hin drauf gesteckt und die kommen einfach mit dem Ruder. Also, wie wir es in unserer Präsentation gesagt haben, du kannst auf unsere Website gehen und einfach nach der Seriennummer gucken. Und die Seriennummer findet man auf den Roller und dann kannst du dann nachgucken, welche Hardware da drin ist. Und wenn es zu unserer Hardware kommt, dann kannst du die Galerie-Module, die wir da rangesteckt haben an die Roller, haben wir öffentlich erreichbar gemacht, aber nur, wenn du unseren Roller findest, konntest du in sein Netzwerk gehen und dann den Inhalt runterladen. Also wir werden diesen Inhalt nicht online teilen. Das ist offline auf dem Scooter in Berlin, solange es dort existiert. Okay. Okay,
Warum habt ihr nicht einfach das Batteriefach geöffnet, um an Spannung zu kommen und das Modul dorthin gepackt? Scooter will das vielleicht beantworten? Ja, ich weiß auch nicht. Also, diese Batterien sind, glaube ich, bei 42 Volt oder so. Und ja, außerdem wollten wir einen Hack finden, der nichts zerstört. Wir haben schon diese ganze Zerstörung als Kritik an diesen Rollern gesehen. Und wir haben schon gesehen, wie Leute das im Allgemeinen als Reaktion benutzen, wenn sie diese Roller nicht mögen. Und wir haben halt versucht, einen clevereren Weg gefunden zu suchen. Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, an die Spannung zu kommen oder vielleicht andere Eigenschaften dieser Roller. Und macht doch Modifikationen an den Rollern, die ihr wollt, aber für unser Projekt wollten wir heimlich, ohne Zerstörung und ohne ein invasiver Parasit zu sein. Also wir wollten einfach eine Erweiterung der Router, der Scooter-Möglichkeiten anbieten. Mehr sozusagen als das alte, ein Geschäftsmodell. Man könnte auch natürlich ein Mountainbike-Dynamo verwenden. Ja, warum nicht? Okay. Okay. Gibt es noch was, was ihr hinzufügen wolltet zu den technischen Spezifika? Nein. Okay. Dann das Projekt im Allgemeinen. Was waren die Gründe, die Galerie nur für ein paar Tage verfügbar zu machen? Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht ein Missverständnis war, aber Nein. Wenn ich es richtig verstanden habe, also ich glaube, es war richtig verstanden, die Show lief nur eine Woche. Das war, weil zum einen es den Grund gab, wir uns einfach nicht vorstellen konnten, dass diese Module so lange halten würden. Und wir haben auch erst lange nach der Show herausgefunden, dass es einen Trip in die Werkstatt überleben würde. Und dann haben wir halt gedacht, das ist viel zu viel Arbeit. Und wir waren halt quasi jede Nacht auf unserem Fahrrad dann und rauszufinden, ob die Scooter noch funktionieren, das war sehr viel Arbeit. Und das konnten wir nicht aufrechterhalten. Wir konnten nicht eine Teilfirma sein für so lange. Oder für immer. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit. Vielleicht kann man das ja irgendwie anders dokumentieren. Irgendwie anders. Naja, jetzt wo wir wissen, dass diese Module viel länger halten, als wir gedacht haben, denken wir darüber nach oder wollen auch, dass nochmal diese Show nochmal wiederholen, an einem anderen Tag, an einem anderen Ort. Diese Roller sind ja überall. Soweit wir das sagen können, ist diese Lösung, mit der wir hier hochgekommen sind, die funktioniert und wir hoffen außerdem, dass wir das an einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort wiederholen können. Und vielleicht dann auch länger oder vielleicht sogar so lange, wie sie halten, verfügbar machen können. Gibt es Pläne, Roaming-Galeries auch mit anderen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Autos, zu machen? Oder im Allgemeinen, was plant ihr? Habt ihr Pläne für, was ihr damit machen wollt? Kommt da irgendwie als nächstes noch was Neues? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Lass uns zuerst mit den Autos anfangen. Vielleicht können wir ja irgendwie dafür sorgen, dass Leute kostenlos in die Autos kommen können. Ja, es gibt viele historische Beispiele an öffentlichen, geteilte Infrastruktur kostenlos zu benutzen. Einer meiner Projekte, Daniel Fasilia, hat da zum Beispiel
die U-Bahn-Anhänger benutzt, um Meshnet-Scooter zu transportieren, diesen Tram Jam hieß es, also Musiksequenzer, die in den U-Bahn unterwegs waren, also sehr, sehr coole Projekte, Dinge, die ich mir vorstellen kann, ist vielleicht eine Kollaboration mit Freifunk, Mesh WLAN-Geräte durch die Gegend zu fahren, aber ja, also es ist sehr schwierig, in solchen Zeiten in die Zukunft zu schauen. Ja, vielleicht solltet ihr einfach loslaufen, um sie zu finden. Einfach loslaufen und sie zu finden ist natürlich schwierig. Ja, ihr könnt ja in der RC2-Welt rumlaufen und mit ihnen chatten. Einer unserer Livestream-Chatter sagt, bitte, bitte, bitte teilt uns den API-Key mit. Und Google ist dein Freund. Es gibt diesen GitHub-Uberverleih. Ich glaube ja nicht. Ich weiß. Okay, ja. Gibt es noch mehr? Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es da irgendwie einen Ort, ein Assembly? Oder eine Bar, wo ihr nachher noch rumhängen werdet oder morgen in der RC2-Welt, RC3-Welt. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Später halt da draußen. Ja. Ich würde, glaube ich, in der Hardware-Hacking-Area noch rumhängen wollen. In der Workshop-Gegend der Welt. Das ist ein schöner Ort. Vielleicht können wir da den API-Team hinschreiben, kopieren und einfügen. Es ist ein bisschen lang, das dort zu erwähnen, aber ich hoffe, das macht den Leuten nichts aus. Offensichtlich ist diese Frage sehr interessant, also sie stellen es immer wieder zurück. Habt ihr irgendwelche interessante Bewegungsmuster, außer natürlich die seltsamen Trips beobachtet? Also, das scheint sehr wichtig zu sein. Also, was habt ihr herausgefunden? Naja, es war einfach interessant zu sehen. Von dem, was wir sagen konnten, als wir auf diese Roller, diese Elf-Roller geschaut haben, da haben wir im Wesentlichen gesehen, dass sie hauptsächlich in der Nacht bewegt wurden oder am Abend, morgens und abends und nicht so richtig während des Tages, dass einige dieser Roller, die wir ausgewählt haben, haben niemals Neukölln verlassen. Ein Roller wurde nicht ein einziges Mal bewegt, solange wir ihn beobachtet haben. Und andere hatten richtig, richtig lange Trips gemacht. Einer ist nach Wedding gefahren, also völlig verrückt. Und nach einem Tag war der eine plötzlich in Charlottenburg und naja, allein. Eine interessante Sache ist, für mich zumindest, dass die Ranger oder die Chooser, die Besafter sozusagen, die Batterien laden, in der Nacht der Eröffnung sind einige unserer Roller außerhalb der Batterie gelaufen und dann haben wir die Show beendet. Und innerhalb 5 Minuten war da ein Sixth-Mietwagen. Da kamen dann Leute rausgesprungen und haben die Batterien ausgetauscht. Das war das perfekte Ende unserer Show. Wir haben gerade das Modul weggenommen, um das zu retten. Und dann kommen Leute aus dem Auto gesprungen, aus diesem Van, und haben die Batterien ausgetauscht auf den Rollern. Und niemand hat geglaubt, dass wir das nicht geplant haben, weil das so wie so ein Theaterstück war. Das war ein lustiger Zufall. Einer von vielen, vielen Zufällen, die dieses Projekt quasi ausmachen. Ich musste einfach lachen, weil man sagt oft, die Berliner, die verlassen nicht ihren Kiez. Man sagt, man bleibt immer in seinem Kiez. Vielleicht haben ja einige dieser Roller denselben Ansatz gehabt, einfach dort zu bleiben, wo sie sind und dort nicht wegzugehen. Die meisten von ihnen tatsächlich, ja, die meisten. Wie bitte? Excuse me? Du hast absolut recht, die Roller haben einen ähnlichen Lebensstil sich angeeignet.
Okay. Es gibt noch immer Fragen. Wollt ihr immer noch Fragen entgegennehmen? Na klar. Okay. Würdet ihr sagen, es gibt Arbeit zu tun, dass es schlecht geparkte Roller für blinde und anders behinderte Menschen gibt? Gibt es da ein Projekt? Also hier wird gefragt, diese Roller werden ja überall schlecht geparkt und das ist manchmal schwierig für Leute mit Sehbeeinträchtigung. Und das habt ihr bestimmt mitgekriegt und vielleicht könntet ihr ja das als einen Aspekt hinzufügen. Das ist definitiv richtig. Also das ist eines der vielen Sachen, die wo wir Leute einladen, nach solchen Sachen Ausschau zu halten. Es gibt einen Haufen Leute, die talentierter daran sind, alle möglichen Quelltexte zu erstellen und Ideen zu entwickeln, als wir das sind, und Erweiterungen für die Roller zu machen. Es gibt natürlich Probleme mit diesen Rollern, an die wir noch nicht mal gedacht haben. Vielleicht haben wir nur eine Lösung versucht zu finden, die die Sachen mehr für uns interessant machen. Aber offensichtlich gibt es hier die Notwendigkeit für Verbesserungen auf vielen, vielen Ebenen. Ein Ladegerät ist natürlich eine Option. Vielleicht kann man einen Sensor obendrauf packen und dann Soundfeedback zu geben, wenn man in die Nähe von ihnen kommt oder etwas. Wir haben noch nicht darüber nachgedacht. Ja, vielen lieben Dank. Hacking Area in der Spielplatz-Gegend. Ach, ich sag das nicht nochmal. Scooby und Speedy, sind das eure Namen dort auch? Nein. Dann müsst ihr also einen Weg finden, euch erkennbar zu machen. Ihr könnt uns einfach eine E-Mail schreiben, mail@opencoil.show. Es wird wahrscheinlich jetzt überflutet und wir werden ein bisschen brauchen, bis wir antworten, aber irgendwann werden wir dazukommen. Ja, vielen lieben Dank, danke sehr much. Das war's, Dankeschön auch. Genießt das Programm, habt eine gute Zeit. Danke Leute, danke, dass ihr da wart. Macht es gut, Speedy, Scotty, ciao, ciao und auf Wiedersehen. Bye.